Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video in Euroclaw Simulator 2. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute schauen wir mal, wo es... Hä? Also, oh Gott, dieses neue Instagram-Update ist ja auch echt mega nervig. Jetzt, wo diese ganzen Sachen alles geändert hat, ist es mit dem Post noch ein bisschen merkwürdig. Man postet was und man wird nicht zurück auf die Startseite geworfen. Wir sind hier noch immer noch in Panevėžys in Litauen und wir schauen mal nach, was denn so der beste Auftrag ist. Ich glaube, ich habe ja gesagt, dass ich mich so an dem besten Auftrag für die erste Seite dingse. Dementsprechend würden wir einen Radlader von Panevėžys nach Oslo fahren. 921 Kilometer mit 276 Kilometer Seeweg, sprich, wir fahren denselben Weg zurück, den wir in letzter Folge gefahren sind, hier in Litauen und Lettland. Und wir fahren danach, ja, ich weiß gar nicht, ob es komplett neue Wege sind, aber wir fahren danach nach Norwegen rein, an Drammen so gesehen vorbei. 25 satte 1000 Euro bekommen wir für den Auftrag. Sprich, wir sind dann im Endeffekt so bei roundabout 55.000, sag ich jetzt einfach mal. Fahrt vorsichtig. Ist nicht verkehrt, würde ich sagen. Ja, wie machen wir das? Wir machen das so wie sonst auch. Jetzt in den... Ja. Bin natürlich in die verkehrte Richtung raus. Oder wollte in die verkehrte Richtung raus. Ist schön, dass es wieder so hart am Laggen ist. Ah, das ist es halt auch bei mir, von daher. Biege nach links ab. Ja, deshalb so wild. Ich bin noch nicht auf der aktuellsten Version aktuell von. Beispielsweise sowohl von Promods bilden die auf der aktuellsten Version, als auch was das Game selbst betrifft. Ich bin jetzt noch auf der 1.38. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Links rechts abbiegen. Aber das liegt halt daran, weil ich ja nie wirklich die Zeit hatte, das zu machen rechtzeitig. Also hätte ich prinzipiell schon gehabt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen und jetzt vor der Aufnahme halt dementsprechend auch nicht mehr. Aber das wird es dann halt im nächsten Video, in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession. Ich bin nämlich gar nicht mal so sicher. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Kann natürlich sein, dass wir jetzt in diesem Fall, wie viele Kilometer haben wir eigentlich bis zur Abwehrstation, bis Lagerstation? Wir haben 61 Kilometer bis dahin, alles klar. Biege nach rechts ab. Gott. Es kann natürlich sein, dass wir aufgrund der langen Strecke, was ich mir nicht vorstellen kann, also ich kann mir gut vorstellen, dass es eine ziemlich lange Folge wird, weil wir halt prinzipiell nur beim Schiff schlafen und das wäre nicht einfach. Ich glaube, dass ich das beim letzten Mal, weil bei den Malen zuvor habe ich es ja auch nicht wirklich gewertet als Rest Area so gesehen. Von daher werden wir das auch so beibehalten. Dementsprechend. Also, da, ich find solche Kreisel echt nice, solche Kreisverkehre. Biege nach rechts ab. Haben schon was. Wie schnell dürfen wir? Wir dürfen 80. Wir dürfen jetzt wieder 50. Achtung, achten Sie was auf die nun? Geschwindigkeitsbegrenzung. Warum dürfen wir nur 50? Ist doch Schwachsinn. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Behaupten wir einfach, dass es ein Bug ist. Aber die KI fährt auch so langsam. Auf einer Schnellstraße. Über den Levo. Links halten. Von daher.
Ah, dann bremsen sie weit runter auf 50. Wie so feines Baustelle. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Folge wesentlich länger wird, als sie sein müsste. Also sein könnte, sage ich jetzt mal. Also aufgrund dessen, dass wir halt im Schiff fahren, fällt dazu gesehen der. Bitte links halten. Stop by einer Rest Area aus. Wodurch diese Folge wahrscheinlich auch so ein Stündchen oder so lang ist. Bitte rechts halten. Aber gut. Mal vergessen den Pomat an. Wie spät haben wir es eigentlich gerade in Game? Bitte links halten. 0.19 Uhr, alles klar. Ja, das ist bei der Scheibe wahrscheinlich der Blinker. Oh Gott. Was ich auch nochmal sagen wollte, ich habe jetzt testweise einfach mal, das ist die erste Aufnahme vor dem höchstwahrscheinlich nächsten Stream, die ich jetzt mit 60 FPS mache, jetzt wo. Müssen wir jetzt hier raus? Nee. Rechts abbiegen. Eine weitere noch. Und dann links abbiegen. Oh Gott. Die ich jetzt mit 60 FPS fahre. Vorher habe ich immer die Aufnahmen und auch dementsprechend die Streams mit 48 FPS quasi aufgenommen. Aber jetzt, wo ich nicht mehr mit Streamlabs OBS. Jetzt, wo ich nicht mehr mit. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist ja abgeschlossen. Jetzt, wo ich nicht mehr mit OBS Studio aufnehme, sondern mit Streamlabs OBS. Und dadurch halt die Lags, die irgendwie scheinbar dann offenbar durch OBS Studio kam, nicht mehr da sind, weil es mit das OBS smoother läuft. Wir belassen das einfach mal. Wir nehmen einfach immer nur stumpf die Aufträge an, egal was für ein Trailer das ist, auch wenn wir einen anderen Trailer nehmen können. Denn im Endeffekt, wenn wir unseren eigenen Trailer haben, haben wir dann ja was Feines, dann müssen wir jetzt nicht einfach ständig immer irgendwie wieder was umbasteln, umändern. Wie viele Tonnen waren der Radlader nochmal? Waren das 35 Tonnen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber genau, ich habe mir gedacht, teste doch einfach mal das Ganze anstelle mit 48 FPS, mit 60 FPS. Lass uns loslegen. Vor allem hauptsächlich auch so für die Streams, da dementsprechend dann doch bestimmt hier eine. Was ist das? Eine 60 oder eine 80? Ist eine 80. 80, 80, alles klar, dann fahren wir Strich 80. Machen wir die Lichter hinten auch an. Wie viele Tonnen sind das? Es sind nur 15 Tonnen. Ein 15 Tonnen schwerer Radlader. Nach Oslo. Wenn wir erstmal komplett durch Litauen, komplett durch Lettland transportieren, um dann die Fähre zu nehmen. Links ab. Erstmal Richtung Riga. Moment, das heißt, man kann dann auch hier in Litauen mit Double Trailer fahren. Das finde ich nice. Ich glaube, dass. Also, ich kann auch komplett falsch liegen. Aber ich habe zumindest im Hinterkopf, dass bitte rechts halten. Dass ich glaube pro Mods, dass die beispielsweise, wenn jetzt irgendwie Gigaliner zugelassen wurden, dass die das dann auch nachgepatcht haben in der Vergangenheit. Also von daher glaube ich zumindest. Wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich gehe schon runter. Kein Stress. Kein Stress hier verbreiten.
Also wir haben, Moment, das nächste Ziel wären jetzt wiederum 300.000 so gesehen, ne? Ja, so war das. Haben wir jetzt ja auch wieder 50 oder bleibt es hier bei der 70? Bleibt schon mal bei der 70. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt kam nichts. Genau, das nächste Ziel waren ja so gesehen 180.000. Wieder über die Levo rüber. Und zusätzlich halt dazu dann ab Folge 25 Uhr. Ja, Folge 25 beginnt, wäre dann ja wieder eine. Wieder quasi ein Event, eine Eventwoche. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 50. Wenn ich nicht falsch liege, sind wir, glaube ich. Oh, wir hätten auch längst gekonnt. Verdammt. In Folge 12 gerade. Rechts gekonnt, aber da habe ich dann, ich habe es zwar auf dem Schild gesehen und erkennen können, aber da war es halt auch wiederum zu spät, aber gut, dann bleiben wir halt so. Und halt nebenbei noch den Truck upgraden, ne? Also stimmt, die 300.000 waren eher so ein ferneres Ziel, also wir können auf jeden Fall den Truck upgraden und Truck pimpen. Werden ja höchstwahrscheinlich auch nicht das so trotz. Ne, Moment, ich wollte das glaube ich alles in einem machen. Ne? Ich wollte den Truck pimpen und den Trailer kaufen. Immer geradeaus. Glaube ich. Ich glaube, so war das. Wieder auf 50, 70. Ganz hin und her hier wieder. Dann gehe ich mal eben kurz zur Tür. So, ich habe keinen Plan mehr, wo ich gewesen bin. Mittlerweile sind es wieder 6 Minuten vergangen. Von daher tut mir leid, wenn jetzt irgendwie der Gesprächsfluss unterbrochen ist, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Es ist wieder zu viel Zeit vergangen. Wobei, ich glaube, ich fahre es wieder. Moment, ich glaube, wir müssen jetzt. Nee, ich hab. Können wir einfach geradeaus weiterfahren? Ich bin hier komplett verwirrt. Oder müssten wir prinzipiell hier raus oder whatever. Das Ganze verwirrt mich hier zu sehr. Aber ich glaube, wir einfach geradeaus weiter gekonnt. Wobei es, glaube ich, prinzipiell richtiger wäre, wenn wir komplett hier rechts rausfahren. Also komplett ganz nach rechts und dann. Papiere und so weiter. Aber gut. Dann ab nach Lettland. Haben wir einen ordentlich schönen Weg, schönen langen Weg auch wieder. 70 können wir ja bleiben. Das sieht glaube ich noch gut aus, oder? Ja. Klar, 2336 Kilometer, wir fahren ja mal. Wir fahren ja noch 900. Nur ist gut, aber wir fahren nur 9000, genau, 900. Mann, wir fahren nach Oslo, ne? Wobei wir fahren auch Stockholm. Wie stark Oslo jetzt irgendwie belastend war, wie die, belastend ist für die Festplatte, weiß ich natürlich nicht, aber Stockholm kennen wir ja. Können wir dann auch später gleich einen ganz guten Vergleich machen.
immer also, geradeaus. Wobei, was ist Vergleich? Es wird genauso schlimm rumhaken, das Game, wie vorher auch. Da ist ja kein Unterschied. Da ist ja kein Unterschied, es ist einfach nur das... Ist ja prinzipiell, die Lags wurden dementsprechend, konnten dann nicht dementsprechend behoben werden, weil die Festplatte halt einfach belastet wird. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Und das liegt, glaube ich, auch eher an der Masse an Objekten auf einem dichten Raum als diese Ausfahrt. Jetzt am Aufnahmeprogramm. Aber das Aufnahmeprogramm sorgt zumindest dafür, dass die Frames solider sind. Bitte links halten. Und dass es halt nicht leckt. Also, ja, wir haben mit dem Aufnahmeprogramm halt quasi nur, in Anführungszeichen, was das ist, nur. Natürlich einen großen Gewinn Achtung, damit gemacht. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil wir dadurch natürlich deutlich smoothere Quali haben. Oder, ja, deutlich smoothere Quali, nicht ganz so viel geleckt. Nicht ganz so viel geleckt. Oh Gott, 900. Wie komme ich auf 9000? 900 Kilometer, das wird ja ein Spaß, wenn wir hier wieder etliche. Kommen wir durch ein Dorf durch, ne? Dann bleiben wir erstmal hier bei. Bei den 73 Kilometer pro Stunde. Immer geradeaus. Scheinbar kommen wir durch. Heizen, mehr oder weniger. Obwohl da hinten kommt wieder der nächste Kreisverkehr. Warum auch immer die 80 jetzt geblinkt hat, wir fahren ja eigentlich. Ah, never mind, wir haben ja keinen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Immer noch keinen Recharger hier drin. Nimm diese Ausfahrt. Ich fällt gerade auf, ich habe insgesamt 40, knapp unter 40 GB freien Speicher. Ich habe keine Ahnung. A, wie lange die Aufnahme ist und B, wie groß der Unterschied zwischen einer... Bitte links halten. Was halt noch gravierender ist, was der Unterschied zwischen einer Aufnahme in 48 FPS und in 60 FPS ist, was die Dateigröße betrifft. Ah, das sollte schon passen. Ich schätze mal grob mit 20 GB. Schon eine enge Kiste hier. Mit dem feinen Ding. Also dann zur nächsten Tour, um es mal so zu formulieren, fahren wir dann dementsprechend mit weil wir ein bisschen zu schnell. Fahren wir dementsprechend dann mit auf der neuen Version, auf der neuesten Version vom Game, auf der 1.39.x, auf der 1.39.x, um es mal klassischer zu sagen, oder gezielter zu sagen, und halt auch der neuen Version dann von den ganzen anderen Karten. Immer geradeaus. Und Mods. Wenn denn alle dann so weit sind, ja, das muss man natürlich auch sagen. Aber ich gehe mal davon aus. Und weil ich dann auch viel mehr hoffe, dass wir, wobei, wenn wir dann in Oslo sind, dann ist es halt nicht ganz so weit bis nach Helsingborg, dann kann man es noch vertreten, dass wir dann Helsingborg starten. Wenn wir jetzt irgendwie, was weiß ich, von Paneveshis nach Russland gefahren wären und dann nach einer neuen Version
nach einem neuen Game-Update, nach einem neuen Game-Fest und dann plötzlich in Helsingborg wären, dann wäre das halt schon ein bisschen, bisschen schade gewesen. Ich meine, warum sollten wir irgendwie den Truck zurück nach Helsingborg verschiffen? Ja, schon ein bisschen merkwürdig. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Wir fahren immer geradeaus. Konstnor, ja. Aber ich glaube, wird anders heißen. Ich glaube, wir sind dann auch nach dieser Tour dann auf dem neuen Level wahrscheinlich. Alter. Mach ich auch immer. Wir haben keinen Airhorn. Ich habe verzweifelt aufs Airhorn gedrückt. Warum ist das denn so leise? Wobei ich glaube, ich weiß warum. Weil ich unter anderem die Kopfhörer nicht komplett, nicht so drauf habe wie sonst auch, sagen wir es mal so. Ist noch eine Menge Puffer zwischen Kopfhörern und Dingens. Oh, Bahnübergang. Ist sogar verschlossen, ist schön. Da fällt mir auf, ich muss wahrscheinlich, wobei nee, muss ich nicht. Muss ich vielleicht nicht mit längeren Zügen. Weil es dann länger, wenn es längere Züge-Mods gibt, die sich explizit auf Güterzüge spezialisieren, dann klar. Aber so Personenzüge, da braucht man keine Longer Trains, so, ne? Ja, was denn nun? Alles klar. Und der Güterzug, der fährt ohne geschlossenen Schranken. Interessant. Warum auch immer der Kohlezug oder nennen wir mal der Erzzug. Weil vielleicht ist es auch Getreide, aber ich glaube eher Kohle. Warum auch immer der Kohlezug jetzt, aber ich gehe mal vor, dass es einfach nur ein Bug ist. Mit der Schrankenanlage. Oh, weil, na, aufgrund der weil er halt so langsam gefahren ist, der Güterzug. Im ganzen Personenzug ist es noch annehmbar. Aber vielleicht gibt es auch nur längere, gibt es auch nicht ganz so lange Züge hier in Lettland, wer weiß ja schon. Aber schön. Dass wir jetzt immer gerade an einem Bahnübergang auf zwei Züge warten mussten. Und so allgemein warten mussten, das ist ja auch schon nicht normal, nicht standardmäßig, sag ich mal. Es ist schon schön, so durch die Balkanstaaten zu fahren, hier durch Estland, so mit der Mischung aus Wäldern, Feldern. Dürfen wir rüberpeitschen? Okay, wir dürften den nur 50 fahren, aber Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Fahren wir. Ach, wir sind schon beim Hafen direkt. Mensch, das ging ja fix. Das ging ja richtig fix.
Demnächst links abbiegen. Okay, was heißt fix? Wir sind jetzt roundabout auch. Das muss ich nochmal zurückrechnen. Wir sind roundabout jetzt in, seit. Minuten dabei. Boah, sind wir noch gar nicht im Hafen? Doch. Wir sind bei Wendel. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Schön mit dem Kesselwagen auf der rechten Seite. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Hier geht's Richtung Riga, da fahren wir auch irgendwann nochmal hin. Nimm diese Ausfahrt. Bin ich mir absolut sicher, dass wir da noch hinkommen. Geil, die Brücke geht dann wirklich hoch. Und hier ein schönes Containerschiff. Was wir heute alles in dieser Folge alles erleben. Wie geil ist das denn? Das finde ich echt cool. Okay, das ist ein Kutter. Kein Containerschiff, aber eher ein Kutter, würde ich sagen. Wobei. Wobei vielleicht doch eher ein, kein, nee, okay, vergesst beides, vergesst es mit dem Kutter und vergesst es mit dem Containerschiff. Ich würde sagen, könnte für Sand, für ein Erz, könnte auch für Getreide genutzt werden, das Schiff. Aber es ist sehr geil, dass diese Brücke auch wirklich hoch geht und nicht einfach nur quasi das Ganze als Deko da. Das ist also schon nice gemacht von STR. Ich sage es einfach von STR Software. Ich mal von aus, dass von denen gemacht wurde. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Boah, das ist schon echt sick. Da lohnt es sich auch schon fast, dass wir da kommt wahrscheinlich komplett dann von Stockholm noch nach Oslo durchheizen. Ja, wahrscheinlich ganz so viel erleben, aber. Biege nach rechts ab. Jetzt gerade. Oh Gott. Hat er gerade links geblinkt oder sah es nur so aus? Und das Schöne hier dran ist auch, dass man in Lettland auch nochmal auf der gegenüberliegenden Seite eine Ampelanlage hat, wo man das sehen kann. Gut, wir könnten das natürlich auch so sehen, aber ich muss schon sagen, ich finde halt so die, wenn man es auf der gegenüberliegenden Seite hat, ist es halt schon quasi der amerikanische Stil, wenn man das mal aus der Perspektive betrachten möchte. Auch was jetzt hier in vereinzelt in europäischen Staaten auch der Fall ist oder sein kann. Dass die Ampelanlagen auf der anderen Seite sind, aber das einheitliche Ampelsystem halt in Amerika, wo es halt doch eher auf der gegenüberliegenden Seite ist, ist halt schon rechts angenehmer. Und dann rechts abbiegen. Vor allem, man kann dann halt auch wirklich sagen, okay, wenn man die Ampel nicht gesehen hat, man kann nicht sagen, man hat die Ampel nicht gesehen, weil die Ampel halt quasi erst nach der Kreuzung kommt. Die Ausrede gilt, kann man dann quasi nicht nehmen. Mensch, das war schon rot. Ach, hab ich nicht gesehen. Wenn ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, hier im Hafengebiet leckt es auch wieder so ein bisschen. Wir sind bei Colorline. Fahren wir mal hier durch. Ja, mit 30 Kilometer pro Stunde, weil wir halt im Hafengebiet sind. Auch wenn wir im Prinzip bei 50 dürften, laut Navi.
an und wollen wir mal rübersetzen nach Schweden. Aber von Ventspils noch mehr zusammen. 8,5 Stunden und 1110 Euro. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ah, sind wir jetzt auch wieder in Schweden und fahren jetzt auch nach Norwegen. 632 Kilometer, 9 Stunden Fahrt. Das wird passen. Dann fahren wir echt eine ordentlich lange Route, eine ordentlich lange Tour. Aber das war ja schon. Habe ich ja schon quasi vorher gesagt. Demnächst rechts. Sprich, wir sind jetzt ungefähr 300 Kilometer in 30 Minuten, sagen wir mal, einfach gefahren. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sprich, wir sind wahrscheinlich im Endeffekt bei anderthalb Stunden, kommt das hin? Ist echt schon Matsch, aber... Tja. Passt halt leider ins Konzept rein. Wir haben nicht gezielt geschlafen, wir mussten quasi, oder unser Schlafdings wurde zurückgesetzt. Aufgrund der Fährfahrt. Was unausweichlich war, sagen wir es mal so. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Von daher. Immer geradeaus. Fahren wir jetzt die letzten 600 Kilometer weiter bis nach Norwegen, um genau zu sein, nach Oslo. Moment, wir können mal kurz auf der Karte schauen, wie denn die Firma wirklich heißt. Damit ich es auch sagen kann, ihr werdet es schon längst gewusst haben, dank der Einblendung. Hui, hat das lange gedauert. Aber wir fahren... Oh nice, wir fahren an Stockholm vorbei, wir fahren durch Södertälje durch. Wir fahren an Örebro vorbei, wir fahren an Karlstad vorbei. Dann fahren wir nach Norwegen rein. Und ja, wir liefern ab bei Skanskar. So, Södertälje 50 Kilometer und was nach Stockholm sind 56, ist ja weird. Möchte ich mal behaupten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Festplatte ist jetzt die ganze Zeit schon auf 100%. Mal gucken, ob sie sich nochmal beruhigt. Ich glaube eher weniger. Deswegen hat es doch gerade so lange gedauert für mich, bis ich dann das Ganze sehen konnte. In Bezug auf Skanska, wo wir abliefern. Ich sollte mir angewöhnen, mir das vorher zu merken, wo wir hinliefern. Da wir halt einfach ich fahre jetzt wieder einfach durch Stockholm, einfach durch, trotz Lex und so weiter. Da wir halt hier ja noch den Company-Mod von Promos drin haben. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ist ja gut. Kann ich nichts dafür, hab leider keinen Ricardo drin.
Lecken ist langsam, wird langsam schwer bei den Lecks hier. Holy fuck. So, ich habe mal die Fernseher einigermaßen runterkommen lassen, damit es im überbelasteten Bereich noch fahrbar ist. Huiuiui, okay, jetzt sind wir bei 100%. Geil. Wie gesagt, eigentlich müssen wir, egal wie crazy Stockholm, zumindest in dieser Version, kann natürlich sein, dass es in der nächsten Version besser ist, in der 2.5.1 oder 2.5.2. Ich weiß selber gerade gar nicht, in welche Version gerade die aktuellste ist. Ich weiß nur, dass Lavan gerade auf der 2.5.1 fährt. Ich fahre auf der 2.5.0. Also 2.5.0. Genau, und auf der 2.5.1 von ProMods. Kann natürlich sein, dass es dann besser ist in der Version. Aber schauen wir mal. Ansonsten, wir müssen das halt mehr oder weniger vorbei jetzt. Wir müssen eigentlich diese Pause von wegen beruhigen lassen, ist einfach nur Zeit, die ich quasi unnötig verstreichen lasse, weil es danach eh wieder crazy anfängt zu laggen. Weil es da wieder aufhört, wo es angefangen hat, weil es da wieder weitergeht, wo es aufgehört hat quasi dann. Prinzipiell müsste ich einfach wirklich einfach dann die Passage einfach nur langsamer fahren. Geht dann halt nicht anders. Also die ganzen Lecks, die ihr jetzt gerade sehen könnt, vor allem um Stockholm rum, die habe ich halt auch. Ne? Also wie gesagt, jetzt mittlerweile, wo ich jetzt, seitdem ich Streamlabs OBS nutze, könnt ihr eigentlich sicher sein, dass alles, was bei euch geleckt ankommt, rechts halten und dann auswärts auch in der Aufnahme war. Es sei denn halt Premiere ballert dann nochmal wieder ein paar Fehlerchen rein, aber die Wahrscheinlichkeit. Oh Gott, wir wollen nicht ganz durch. Immer geradeaus. Aber im Prinzip kann man eigentlich sagen, dass nichts mehr am Aufnahmeprogramm da irgendwie falsch läuft. Oh Gott, ich ahne Böses. Uiuiui. Kommt da jemand? Nope. Oh, ich glaube, noch zu der Telje können wir auch wieder ganz gemütlich durch die schwedischen Wälder fahren. Oh. Ja, Festplatte ist nicht mehr überansprucht. Hui, ja, jetzt können wir wieder ganz gemütlich nach Skanska in Oslo fahren. Mit dem Truck, den wir jetzt hier haben, mit dem können wir natürlich auch dann, ja, können wir natürlich auch auf Schwerlast und so weiter aufwerten, pimpen, tunen, trucken vor allem, pimpen, aufwerten. Von daher haben wir auch in der Zukunft noch jede Menge Geld, was wir aus dem Fenster werfen können für den Truck. Ist halt die Frage, ob es für uns relevanter ist, den Truck zu pimpen oder die Garage abzugraden und einen weiteren Truck anzustellen und einen weiteren Fahrer hinzuzuziehen. Also von dem Geld, was wir einfahren, da prinzipiell bräuchten wir es nicht. Ich glaube jetzt einfach mal, dass Lavan mehr auf die Fahrer angewiesen ist, als wir sind. Allerdings bringen die bei ihm ja auch nicht wirklich viel Geld ein. Fahren wir echt über viele Flüsse mit vielen Überführungen, mit vielen Brücken. Hier wäre eine kleine Zuglinie, einspurige. Tanken müssen wir nicht. Tanken können wir prinzipiell. Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte ja im Steam Workshop schauen, ob es dort vielleicht die Mod, die ich
vor 2-3 Jahren genutzt habe, vor 1,5 Jahren, besser gesagt, war aber noch länger, ne? Wir müssen ja prinzipiell ausgehen von der ursprünglichen Staffel. Da muss das ja wirklich schon 2-3 Jahre her sein. Ob halt im Steam Workshop solche die Mod zu finden ist, die ja quasi immer die aktuellsten, wöchentlich aktuellsten Dingens nutzt, Tankpreise, Dieselpreise. Ja, da muss ich auch nochmal schauen. Aber ich muss so viele schauen. Das Gute ist eigentlich zumindest das andere Video für Dienstag bereits schon aufgenommen habe und gerendert habe. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Alles klar. Bestman Landlen, weil ich es richtig auf dem Vorbeifall gesehen habe. Aber ich finde es auch schön, dass man hier immer so die immer geradeaus die Region quasi auch angezeigt bekommt durch Promats. Dass man auch wirklich weiß, okay, jetzt bin ich gerade hier, pipapo. Ist halt so ein, ist halt ein nices Ding, ne? Schon schön. Auf der E18, dann wieder auf die E18 rauf. Biege nach links ab. Oh, nice, Alter. Nein. Wenn ihr bestimmte Truck-Mods sehen wollt, wobei das ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile viel zu spät, das zu erwähnen, aber die weiß gar nicht, wie ihr dabei sind, wenn ihr Truck-Mods sehen wollt, schreibt Truck-Mods dann noch gerne die Vorschläge in die Kommentare. Wir fangen das erst aktuelle Farbe, was das betrifft, was Truck-Mods betrifft, komplett Vanilla. Also was für uns fahrbare Truck-Mods betrifft. Sind wir gerade bei Örebro? Okay. Zu wissen. Örebro 25.28. Schwer zu entziffern. Bei den LED-Blinkereien. Uiuiuiui. Immer geradeaus. Das Ding ist halt, dass man halt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, verballert man ja einen kompletten Garagenslot für einen eigenen Auflieger, ne? Also müsste man da prinzipiell auch nochmal 180.000 reinblättern. So vom preislichen Betrag her sieht man nicht so das Problem, dass wir jetzt irgendwie nicht das Geld einfahren und so weiter, dass wir deswegen halt Fahrer bräuchten. Na, mal schauen. Ich denke mal, der erste Fokus liegt auch nicht auf einem weiteren Truck und einem ersten Fahrer,
sondern dann halt eher auf einen Auflieger fürs Event. Bitte rechts halten. Dass wir uns da eher drauf fokussieren. Es kann natürlich auch sein, dass wir dann irgendwie als erstes Event gar keinen Auflieger uns holen müssen. In Anführungszeichen müssen. Die Ausfahrt rechts. Müssen wir mal schauen. Das ist, glaube ich, eine ganz spontane Entscheidung, halt je nachdem, wie es eventmäßig entweder per Abstimmung von euch oder per Zufallsgenerator, wie das dann halt so aussieht. Lässt mich durch. So, wenn da hinter uns noch kein Verkehr kommt, wechseln auch schon mal die Spur. Und drücken das Gaspedal weiter runter. Dann, wie hieß denn das nochmal? Dann geht es jetzt Richtung Karlstadt. War das Karlstadt? Ich glaube schon. Irgendwie sowas um den Dreh. Ja, wir haben es nicht mehr allzu weit. Wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr bei der Hälfte der Strecke, die wir in Schweden fahren. Wir sollten, haben es nicht mehr allzu weit bis nach Norwegen. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Geil. Haben wir endlich mal die 80 erreicht, geht es direkt wieder runter auf 70. Wärmlandsland. Immer geradeaus. Wärmlands. Oh Gott. Wärmlandsland. Jetzt müssen wir wieder 80 fahren, dann beschleunigen wir mal wieder. Das ist doch echt ein ganz schönes Hin und Her, ne? War ja auch in Lettland, war das, glaube ich, so ein Hin und Her. Zwischen 80 und 70, meine ich mich recht entsinne. Weil wir da halt auch schon ganz schön längere Abschnitte hatten mit 80 km pro Stunde. Karlstadt war es, aber lag ja doch noch richtig. Also wir sind schon bei Karlstadt, boah. Crazy, da sind wir wirklich komplett gleich in Norwegen. Das ist ja nice. Oh, schöne leise Gerade, dann kann ich mir noch mal kurz... Ah, wenn die Flasche aufgehen würde. Muss ich einschicken. Erst auch mal in Karlstadt. Und auf 70. Wieder über den Fluss. Noch am Überlegen, ob ich dann irgendwie, ob ich nur bei den Brücken bleibe oder ob ich lieber den Fluss nehme. Mit dem Glitch-Effekt. Ich habe ja jetzt mit den Brücken quasi angefangen. Öresundbrücke. So weiter. Wir sind vielleicht nicht dasselbe auch mit den. Dann entweder zusätzlich dazu, oh Gott, entweder wenn es keine Brückennamen gibt, ob ich dann den Flussnamen einfach nehme oder ob ich komplett auf Flüsse umspenge oder ob ich Flüsse einfach zu den Brücken hinzuziehe. I don't know. Ich weiß nur, dass Karlstadt auch echt fressend ist. Wie ich das gerade mitbekommen habe. So, Oslo, haben wir noch 215 Kilometer angeblich auf der E18. Boah, 317, wir fahren noch ein Stückchen weiter, 100 Kilometer noch weiter, das passt dann ja.
Oder 180, wir dürfen 180, genau. Wir dürfen 180 km pro Stunde fahren. Oh, wieder runter auf 70. Menschenscanners. Dieses ewige Hin und Her. Ich will gar nicht wissen, wie viel Sprit wir dadurch verballern, weil es immer wieder hin und her geht. 50. Immer geradeaus. Sogar die KI ist schneller als wir. Obwohl wir noch schneller fahren, als wir dürften eigentlich. Hier wieder schön an der Zuglinie vorbei. Ganz guter Verkehr hier, ne? Können wir wieder beschleunigen auf 80 km pro Stunde. Mal schauen, wie lange diesmal. Fast ein bisschen zu schnell unterwegs. Ah, wieder runter auf 70 Wetten. Ist wieder runter auf. Wenn es wieder auf eine Landstraße geht, dann geht es wieder runter auf 70. Kennen wir doch mittlerweile, oder? Jawoll. Ewiges Hin und Her haben wir hier wieder. Immer geradeaus. Ist ja auch schick hier, ne? Ist halt alles schön. Alles wunderschön hier. Das sind auch schöne Länder, ne? Also. Das dann schön umzusetzen ist natürlich, oder das dann auch schön zu, daraus was Schönes zu machen, ist natürlich auch leichter, also, weil es halt allgemein schon eine schöne Vorlage ist. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist bestimmt wieder der selbe Fluss, selbe Bächlein. Wahrscheinlich ist es eher ein Fjord, wer weiß das schon. Realität ein Fjord, hier sieht eher aus wie ein Bach. Wobei es für mich eher so ein Zufluss zum einem Fjord ist. Sah zumindest so aus, dass der hinter der Fjord war. Oh, for real, wir kommen nicht ganz durch. Okay, er lässt uns vor, das ist aber lieb von ihm. Oh Gott. Eigentlich wollte ich so machen. Mit der Blinkekamera ein bisschen kacke. Wie es hier wieder geht. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Er ist vor ein Eisen gegangen. Haben wir den Strich 70, auch von hier glaube ich erst das Schild mit der 70 kam, oder? Oder war da vorher schon ein 70er Schild, was ich übersehen habe? Immer geradeaus. Das ist auch schön, hier dann hier wieder ein See. Das sind halt schöne Gegenden, durch die wir durchfahren. Geht gleich wieder runter auf 70. Safe Call.
Da bleiben wir einfach auf der 70. Wir haben ja keinen Retarder, von daher wäre er auch nicht wieder runtergebremst. Können wir uns jetzt ausrollen lassen. Vielleicht geht es ja auch sogar weiter mit 80, wer weiß ja schon. Gibt auch solche Passagen, aber wir bleiben uns einfach mal bei der 70. Wir sind, glaube ich, auch bald in Oslo. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die 70er-Zone, also die 70er-Beschränkung, wo das Navi dann anschlägt, mehr oder weniger, kommt auch etwas früher als die Schilder. Haben wir jetzt hier zwei ganze... Oh. Okay. Dann drücken wir jetzt mal das Gas runter bei der Steigung. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher machen sollen, dann hätten wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit mitnehmen können. Das ist ja auch eine Steigung. Und wir erreichen jetzt Norwegen endlich. Grenzüberschreitung, Einreise nach Norwegen. Krysser Grenzen, kommer in die Norge. Haben wir auch nur noch 175 Kilometer bis Skanska. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier bauen wir jetzt wieder ordentlich Geschwindigkeit auf. Ah, ich erinnere mich an diese Stelle, glaube ich, aus... den Achtung, Multiplayer? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber teilweise kurz gerade bei über 95 Kilometer pro Stunde, glaube ich, ne? Kann das sein? Dann können wir jetzt auch auf 80 wieder diesen Tempomat stellen. Hier nachlädt, aber nicht. Okay, doch, hat nachgeladen. Sah ein bisschen aus, als ob es nicht wirklich nachgeladen hat. Aber es waren doch eher Weizenfelder, die man hier in der Distanz sehen konnte. Ich glaube, das Weizenfelder war eher. Ja, doch, bearbeitete Weizenfelder. Wo bereits schon Ballen rausgemacht wurden. Wieder unter 70? Please no. Please don't do it. Demnächst rechts abbiegen. Aber wir sind ja schon fast da. Wir sind ja schon fast da. Biege nach rechts ab. Können wir uns gleich einfach auch nochmal ganz spontan, oder was ganz spontan? Einfach nur. Der Dingsigkeitshalber, jetzt nochmal. Der Vollständigkeitshalber. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Wobei das eigentlich gar nicht wirklich passt. Nimm diese Ausfahrt. Des Rituals willen, sage ich jetzt einfach mal so. Wenn wir dann auch gleich nochmal kurz schauen, wo wir prinzipiell nach Oslo hin könnten. Von Oslo aus hin könnten. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Bin mir sehr sicher, dass wir den Auftrag nicht mehr haben werden. Nimm diese Ausfahrt. Weil wir halt das Spiel upgraden. Oh Gott. Wir müssen wahrscheinlich auch noch die Maps upgraden und so weiter und so fort. Aber
wie gesagt, des Rituals willen machen wir das einfach trotzdem. Auch wenn der Auftrag mit sehr großer Wahrscheinlichkeit verschwinden wird. So, dann fahren wir. Wir fahren gar nicht nach Dram, ne? Oder fahren wir doch Richtung Dram? Das ist jetzt die Frage, werden wir dich sehen. Rechts halten. Und dann ausfahren. Doch Richtung Dram. Richtung Dram und Christiansand. Nimm die Ausfahrt rechts. So, etwas schärferes Ding, oder? Oder kriegen wir es auch so hin? Ne, wir müssen bremsen. Zumindest empfehlenswert. Einfach mal wieder auf. Okay, Mautstelle. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. So ein Pass hier, ich glaube gar nicht. Wir haben eigentlich offiziell haben wir gar keinen. Wir müssen im Prinzip nicht halten. Oder? Wobei hier vorne wahrscheinlich das Teil. Ich glaube eigentlich haben wir das nicht. Keinen Pass, aber gut. Weil ich glaube, der steckt da eher drin, kann natürlich auch sein. Kreisverkehr. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ist aber schon ganz schön dicht auf unserer Pelle, ne? Der Pkw hinter uns. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Dann nehmen wir diesmal die zweite Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Wunderbar. Und dann fahren wir hier ein kleines Stückchen über die Autobahn. Das sind auch nur noch 60 Kilometer. Abbiegen. Ich würde behaupten, schneller als gedacht. Biege nach rechts ab. Aber ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt wieder rausschneiden werde. Von daher, oh Gott. Das ist auch so ein enges Ding, ne? Wir sind so gerade drum gekommen. Lichtern, wir haben es noch 21.30 Uhr. Können wir für Kilometer mit 80 Kilometer pro Stunde fahren und dann achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann haben wir auch unser Ziel Skanska in Oslo erreicht.
ich pushe den nächsten rechts raus. Ja, dann bleiben wir hinter dem Suez LKW. Bitte rechts halten. Und das Tempo können wir leider nicht halten, weil wir bei Oslo sind und Oslo auch ähnlich wie Stockholm einfach zu groß ist, um irgendwie rechts die Festplatte angenehm zu behandeln. Leider, oh, da wird es auch langsamer. Okay, jetzt sieht es aus, als ob ich hier staunen würde. Und die Festplatte ist leider auch hier bei Oslo genau ähnlich stark belastet. Also ähnlich ausdauernd stark belastet, um es mal so zu formulieren wie in Oslo. Wie in Stockholm. Nach rechts ab. Nach links geht ja auch nicht. Von rechts, von links kommt nichts. Ab Richtung Billingstadt. Oh, what the fuck, Alter. Glück gehabt, dass wir nicht durch den Leck da reingefahren sind, die Leitplanke. Aber das war alles andere als smooth, leider. Die Kurve. Eigentlich war die Kurve smooth gewesen, aber dank der Überlastung der Festplatte, dank Oslo, leider nicht möglich. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Erst auf Malten Oslo. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links. Und jetzt sind wir ja bei Skanska. Biege nach links ab. Da ist jemand müde, ich weiß. Können wir eigentlich schon einen Prinzip abliefern? Eigentlich noch nicht. Hier endet es. Ja, da endet auch das Stoppschild. Nach der knapp 1000 Kilometer Tour. Ja, doch ganz gut. Dann laden wir mal den Radlader ab. Ausgezeichnet, Radlader vor ein paar Neveschis nach Oslo geliefert, gefahren, der Strecke 922 Kilometer, dauert 23 Stunden, braucht der Kraftstoff 414 Liter, bekommen dafür 25.031 Euro und 1.322 Erfahrungspunkte. Wir sind jetzt Level 9, ein weiteres Level sind wir jetzt aufgestiegen, also wir gehen jetzt auf hochwertige Fracht, Rang 2 plus 10% höhere Vergütung, Anstieg um 5%. Für Lieferungen hochwertigerer oder hochwertiger Fracht. Wir kommen ja auch wieder ein bisschen Schnickschnack dazu. Das können wir eigentlich mehr oder weniger ignorieren. Dann fahren wir mal zum Schlafplatz, der um die Ecke ist. Rechten Sinne, genau, ja, um Eck haben wir einen Schlafplatz. Und dann können wir uns dann dort nochmal umschauen. Wir haben knapp, wir haben fast exakt 7000 Punkte, 57.000 Euro. Mal schauen wir uns gleich, wenn wir dann bei unserem Stopp für die Nacht angelangt sind, gucken wir einfach mal, was für Aufträge uns denn erwarten könnten von Oslo aus.
Ach, so ein schöner Platz sogar, wo wir sind. Gott. Toll, dass wir auch in Oslo anfangen, wo wir dann wieder schön mit Leckfest rausfahren. Haben wir ein schönes Hotel, wo wir übernachten, dann können wir uns auch nochmal schön schrubben und duschen und so weiter und so fort. Bisschen bescheiden hier fast eingeparkt. Aber auch nur fast. Okay. Doch noch bescheiden hier eingeparkt. Dann gucken wir uns mal an, was uns vielleicht von Oslo aus an Aufträge erwartet. Wohin die Reise gehen könnte. So, Aufträge. Oslo. Es könnte prinzipiell gesehen entweder nach Polen oder nach Dänemark gehen. Es wird auch zeitlich sogar passen mit dem Schlafen gehen. Wird dann wahrscheinlich eher Polen werden, also könnte sein, dass wir hier kurz nach Polen quasi reinfahren. Durch Schweden durch. Werden wir sehen, wie das dann aussieht. Nachdem ich dann das Ganze geupgradet habe, sofern das updatebar war wieder. Gehe ich mal stark mal aus. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, dass ich dann im nächsten Video von Eurofolk Simulator 2 wieder.